Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Und ja, ich habe mal mein Esszimmer ein bisschen umfunktioniert und dachte mir, so ein Trolley, den zeige ich euch lieber mal auf einem größeren Tisch. Die Firma Vanguard hat mir den Alta Fly 55T geschickt. Und zwar auf meinen Wunsch hin, denn ich werde immer öfter von meinen Lesern, von euch, auch auf meinem YouTube-Kanal gefragt, gibt es einen Trolley, der auch Rucksack kann mit 4 Rollen, der nicht umfällt, den man auf dem Bahnhof, am Flughafen, überall gut durch die Gegend ziehen kann. Das könnte er sein. Laut Produktbeschreibung vom Hersteller Vanguard, schaut es euch mal an, ist der 55T, und ich glaube es gibt ihn auch als 58, in verschiedenen Varianten, das ist so die mittlere Größe, wahrscheinlich die eierlegende Wollmilchsau, wie man das so schön bezeichnet. Wir haben hier einen Trolley auf 4 Rollen. Ich werde sie nachher auch mal, das blende ich dann jetzt gleich hier in dem Video ein, über Kopfsteinpflaster ziehen, sodass ihr auch die entsprechende oder über Waschbetonplatten, dass ihr auch da mal die Geräuschkulisse und so weiter wahrnehmen könnt. Dieser Trolley hat die 4 Rollen, die in alle Richtungen sich hier drehen und schieben und ziehen lassen. Er hat einen Teleskopgriff, der ausgezogen werden kann. Ich habe es gerade eben vor dem Video nachgemessen. Auf 1,11 Meter Höhe lässt sich das Ganze ausziehen. Also auch für Riesenkerle wie mich überhaupt kein Problem, damit bequem unterwegs zu sein, wenn man ihn hinterherzieht, auch wenn man ihn so hinterherzieht, dass man hier nicht mit der Hacke ständig dran tritt. Also wirklich solide gemacht. Er steht relativ stabil, fällt nicht so leicht um. Und er hat auf der Rückseite ein entsprechendes Rucksacktragegeschirr, das man hier herauszieht und dann an der Seite an einem stabilen Metallhaken hier schnell einhängt. Mit dem Geschirr draußen wird das mit dem Ziehen nichts, weil man ständig mit den Rollen drüber fährt. Aber dafür ist es ja auch nicht gedacht, sondern dass man eben, wenn der Weg so unwegsam wird, im Wald, irgendwo im Hessenpark oder in irgendeinem Museumsdorf mit diesen Bauklotz, Steinen oder so klack, klack, klack macht man auch die Stöße der Ausrüstung nicht antun möchte, da wirft man sich das Ding eben schnell auf den Rücken. Auch für große, voluminöse Kerle gut geeignet, aber auch für kleine, schmale Damen. Er ist sehr, sehr variabel einstellbar. Die Gurte sind schön gepolstert, haben auch hier oben einen entsprechenden Brustgurt. Es gibt auch einen abnehmbaren Hüftgurt, den ich jetzt abgemacht habe, weil ich das de facto eigentlich zu viel finde. Aber auch der ist hier dabei und kann hier genutzt werden. Was ganz spannend ist, wenn man ihn als Rucksack nutzt und vorher über die Straße gerollt hat, dann ist logischerweise die Rolle hier unten im besten Fall nur staubig, gerne auch mal matschig. Ich zeige es euch mal. Dafür sind diese Stoffhutzen hier dabei oder so wie so ein Regenüberzugmaterial, dass ihr euch hier über die dreckige Rolle drüber machen könnt, so dass ihr euch euer eigenes Heck nicht dreckig macht, wenn ihr ihn als Rucksack tragt. Muss ich sagen, fand ich am Anfang totaler Unsinn, ist aber mega einleuchtend, weil selbst im Sommer, wenn es wochenlang nicht geregnet hat, die Straße ist staubig und genau das wird man sich hinten an den eigenen Hintern ans Heck schmieren. Toll gemacht. Das Ganze nennt sich übrigens Wheel Cover, ist auch extra beschriftet, dadurch bin ich auch drauf gekommen, dass da noch was steckt. Das Ganze ist sehr solide hinten gepolstert, hat trotzdem, dass wir hier über einen Trolley reden, ich stelle ihn mal wieder hin. Zum Glück ist meine Frau nicht da, dass sie sieht, was ich mit ihrem Tisch mache. Entsprechend hier auch mit einem Lüftungsszenario am Rücken versehen und ist wirklich gut gepolstert. Man kann ihn bequem, ich habe ihn schon ein bisschen rumgetragen, man kann ihn bequem wirklich rumtragen. Das wieder rein, fuchteln in den Rücken, das ist jetzt ein bisschen Handarbeit. Da muss man ein bisschen drücken und schieben, aber wie ihr seht, mit einem ganz kleinen bisschen Übung geht das. Und ja, man stopft eigentlich nur das Ganze so da rein, dass es einen bestenfalls nicht stört. Und dafür ist dann auch wiederum der Klett, dass man das Ganze hier hinten schön zusammen macht und dann ist am Rücken alles verstaut. An der Seite und oben finden wir zwei sehr gut gepolsterte Handgriffe. Das heißt, auch im normalen Koffermodus, wenn man ihn oben ins Head-Up-Display stecken möchte, stressfrei. Er heißt Fly 55T. Er ist gebaut, um auf langen Strecken am Flughafen zu rollen. Ich gehe davon aus, Handgepäckmaß ist hier kein Thema. Der dürfte gerade so auch noch in diese Metallrahmen reinpassen. Die verwendeten Materialien, unten Kunststoff, oben Stoff, sodass er auch unten dort, wo es mal ein bisschen spritzt, wenn es ein bisschen feucht ist auf der Straße, hier gut geschützt ist. Ja, was finden wir dann noch? Auf der Seite, die ihr jetzt nicht seht, ist entsprechende
Schlaufenhalterung, Öse, hier eine versteckte Stativhalterung, die ihr hier unter dem Klettverschluss euch rausziehen könnt, dass ihr also auch hier ein etwas längeres Stativ hier gut montieren könnt. Da hat Vanguard übrigens auch ein paar nette Geschichten im Angebot. Ich habe noch ein kleines Reisestativ, das ich auf Stativriege in den nächsten Wochen mal vorstellen möchte. Das ist relativ kurz und passt hier sehr gut dazu. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Vorderseite. Da finden wir ein großes Frontfach und ein Hauptfach, das Hauptfach, ein kleines Zusatzfach. Hier oben für Schlüssel, Portemonnaie. In dem zweiten Fach, da steckt jetzt momentan das mitgelieferte Zahlenschloss. Ich glaube, das ist sogar ein TSA-Schloss. Und ihr findet nochmal eine komplette Regenhülle für den gesamten Trolley. Und ihr seht auch schon, das Innenleben ist gelb und damit hell und freundlich. Das finde ich super gut. Man sucht abends in der Dämmerung seinen Objektivdeckel beispielsweise oder ein kleines Kabel im schwarzen Rucksack nicht, weil er ist innen drinnen komplett gelb. Dieses Frontfach hier vorne hat ungefähr diese Größe. Da habe ich jetzt drinnen die 360-Grad-Kamera, den Osmo, DJI Osmo. Ich habe mein kleines Leo-Foto. Tischstativ dabei, ich habe die ausziehbare Mittelsäule, ich glaube die ist von Sunway Photo, damit das Ganze höher werden kann. Hier können noch Speicherkarten, hier ist auch nochmal ein Reißverschlussfach für Geld oder irgendwelche Sachen, die man nicht verlieren möchte. Und das hier ist auch groß genug für entweder ein großes Smartphone oder für ein Tablet in dieser Größe. Ich gehe davon aus, so ein 9-10 Zoll Tablet dürfte hier reinpassen. Ich selbst habe mein Tablet aber im Hauptfach versteckelt und da finden wir den großen Rucksack mit diesen Kunststoffpömpeln hier dran, dass man ihn schnell greifen kann. Ich sehe da die Reißverschlüsse, die gehen super leicht. Und dann kommen wir ins Hauptfach. Dieser ist, ich zeige es nochmal so, entsprechend hier mit zwei abnehmbaren, abklipsbaren und längenverstellbaren Teilen versehen, sodass man es nicht direkt in den Dreck legen muss, diesen Deckel, sondern so, dass er stehen bleibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schwer ist euer Notebook? Irgendwann kippt das Ganze, je nachdem, wie viel Equipment drin ist. Ich selbst habe in diesem Fach im Moment mein 13 Zoll MacBook Pro und das iPad 10.5 hier drin. Hier gibt es keine zwei Fächer, das ist nicht getrennt, das ist ein großes Hauptfach. Und dann kommen wir in das eigentliche Fotofach, das nochmal durch ein Netz, ich mache das mal ab, damit ihr das besser seht, das nochmal durch ein Netzfach hier getrennt ist. Das Netzfach kann man einzeln aufmachen, also aufpassen, dass nicht die Kamera entgegenfällt. Manchmal bräuchte man doch mehr Hände. Ja, und wenn man dieses Netzfach aufmacht, dann seht ihr selbst, ihr habt das jetzt mal mit meinem quasi Urlaubs- oder Privatset gepackt. Hier ist das große, schwere Nikon 200 bis 500 drin. Das ist ja ein echtes Gerät. Hier ist die Nikon Z6 mit Handschlaufe und 24-70. Hier ist das 50-1.8, so meine Porträt- und Abendsbrennweite. Hier ist ein Set mit Akkus für beide Kameras. Und bei der zweiten Kamera sind wir schon hier. Die Allround-Kamera für Video und Co., die FZ2000. Und hier ist noch mein Ultraweitwinkel dabei, das Nikon 18-35 mit dem Adapter, dass das Nikon-Objektiv, auch das große, an die spiegellose Kamera drankommt. Dann ist hier unten im Fach noch Platz, hier könnten noch Einsteckfilter hin, mein Speicherkarten-Etui ist auch noch hier drin. Also ihr habt gesehen, hier war nichts gequetscht oder feste reingedrückt, das saß alles sehr locker. Damit ist der Vanguard 55, nee, Alta Fly 55T von www.vangaworld.com ein echter Allrounder. Er ist gut geschützt, er hat tolle Materialien. Das mit dem Netz hier finde ich ganz klasse. Wenn man das nicht braucht, kann man sie auch einfach offen lassen. Oder, auch schon gesehen in einigen Videos, dass User es einfach hier unten reinknollen. Dann stört es gar nicht, wenn ihr sagt, ich brauche den schnellen Zugriff. Ihr habt ein gut gepolstertes Notebookfach, Zubehörtaschen, Stativhalterung, Regenschutzhülle. Trolley mit 4 Rollen, den ihr hinterher ziehen könnt, den ihr auch aufrecht durch die Gegend ziehen könnt, 1,10 Meter Höhe, damit sehr, sehr hoch für einen Trolley, gepolsterte Handgriffe und ein bequemes Rucksacktragegeschirr. Das Ganze, ihr Lieben, findet man selten im Rucksackmarkt in dieser Kombination. Ja, soweit zum Thema Vanguard 55T. Und ich mache noch ein paar Detailaufnahmen und freue mich, wenn ihr ein Like da lasst. Schaut in den Blogpost, da werde ich sicherlich noch ein paar ergänzende Sachen, die mir jetzt in den nächsten Tagen so einfallen, reinschreiben. Und ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Danke fürs Zuschauen, hier war euer Jörg Langer. Macht's gut und ich wünsche euch gutes Licht und viel Spaß mit euren Fotos. Bis bald, ciao, ciao. Ah, super, kann ich wieder alles einpacken. Ich habe vergessen, hier kann man noch eine Jacke reinhängen und das Ganze kann man auch abmachen. Aber das seht ihr selbst. Bis bald. Tschö.